fahre ich halt einen Chef mit. Ja, das klingt doch gut. Moin. Moin. Wenn dich deine Jungs nicht wollen, fährst du halt mit mir mit. Was haben wir denn hier schön? Das finden wir gleich raus. Hoffentlich einen Puma. Ich kann da nicht hinlaufen. Wir haben ein Tiger. Was habt ihr da unten? Ja, dann schnappt den dir. Panzer 4. Oh, dann nehmen wir einen Tiger. Warum ist denn der da oben? Ja, weiß ich nicht. Weil hier Heavy Panzer spawnen. Fand ich schon früher irritierend. Es ist, wie es ist. Du hast doch gerade eben die ganze Zeit schießen dürfen. Ja, wir können gleich weg. So, Bewegungsmarker, Bewegungsmarker, dann 48. Bewegen, bewegen, 48. Jawohl. Was möchtest du denn im Rohr haben? APC, BC. Braten. Jawohl, das laden. Das geht dich gar nichts an, per Kondi. Ja, schon die erste Panzersichtung. Meinst du, wir kommen hier durch? Die vier sind identisch wie mit den vier, die hier sind. Enoki, mal kurz. Willst du wirklich mit dem Tiger durch den Wald? Ich klär's gerade mit meinem Fahrrad. Herr Conti, schaffst es? Wir haben einen Feind im Norden von Belvedere. Das ist von mir wahrscheinlich eine. Nö. Na, ihr müsst euch schon ein bisschen gedulden. Kleine Schiffe weichen großen Schiffen aus, ne? Der fährt denn schon wieder bei euch? Per Kondi. Das war vor Ort, ne? Das sind deine Leute. Das hast du ja gut erzogen. Ja, Beförderungssperre kommt. Achso, verstehe. Zurücksetzen. Wir waren schneller, wir waren schneller. Dann kommt aus Süden noch. Der wiegt ja auch nur die Hälfte. Der Fuchs. Sind interessanterweise genauso schnell wie ihr. Die Raubkatze jagt gerade Panzer. Ja, das ist der Plan. Hallo Lord Winnie. So, jetzt aber. Müssen wir in den nächsten Wald? Ja, wir gucken mal. Fahr mal an der Waldkante dann vorbei. Stopp, hier rechts. Ach so, nee, ignorier das. Weiterfahren. Da zu der Waldkante will ich. Treffen sich erst auf der Autobahn, dann im Wald. Na, was machen sie? Hallo Skyline, ja, sicher. Bei Hevedorf ist schon Infanterie gemeldet. Ja. Nicht unser Problem gerade. Wann seid ihr? Na, gucken wir auf die Karte, bis die hier sind. Auf Straße neben dem Baum? Jawohl. Und Panzer halt. Stopp. Angriffsmarker, feindlicher MSP. Da, da, eh. Aber minimal vor. Na, ihr? Wir machen einfach das gleiche wie ihr, weil wenn ihr was falsch macht, machen wir was richtig. Ja, also wir knacken jetzt gleich den MSP auf 1 Uhr. Nett. Da ist auch ein Feindpanzer. Direkt dieselbe Richtung. Feindpanzer, 12 Uhr. Feuer. Haben wir gesehen, schießen drauf. Direkt dieselbe Richtung, da wo der MSP stand, stand direkt daneben. Stückchen vorfahren. Sehe ich doch. Zerstörer! Da ist noch einer. Da ist noch einer. Nice fireworks. 3 Uhr, 3 Uhr. Turm auf 3 Uhr drehen. Gute letzte Worte, Alter.
Panzer zurückfahren, so eindrehen. Fahr uns auf die Wiese. Auf 1 Uhr drauf. Turm auf 1 Uhr lassen. Auf die Wiese voraus. Auf die Wiese voraus. Panzer halt. Soll rechts von uns sein. Da ist er. 2 Uhr, links vom Baum, Feuer. MG, get out, repair. Hier Tigergruppe. Bericht, feindlichen MSP zerstört, feindlichen Churchill zerstört, feindlichen Stuart zerstört. War der erste von mir am Baum und hat der getroffen? Keine Ahnung, steig ein. Zurück zur Mainbase. Back to base. Die Tigergruppe müssen uns zurückziehen, haben schwere Schäden genommen, brauchen Reparaturen. Ende. So, und ab nach Hause. Saubere Arbeit. Aber der Kampf war ja mal geil. Ja, direkt auf Straße nach Norden. Ja, da dreht man nicht so gut. Ja, ja. So, dann gib ihm. Zeit. Nehme ich. So, und weiter. Ja, und das ist einfach. Feindlichen Panzer in Dorwetsche Bosch. So verstanden sind unterwegs. So, okay, einmal nach Norden Richtung anderen Panzer. Die sind da gerade im Gefecht. Und der neue Spaßfaktor ist es, ein Arsch zu sein. Ja, so ungefähr. Was haben wir da? Die Cap haben wir wieder. Lachi? Lachi, ja, super. Weiterjagen. Kommst du so hinterher? Stehen bleiben. Ich sehe sie. Feuer. Baum getroffen. Mach weiter mit MG. Ist abgehauen. Sehen oder nicht, wo sehen sie? Doch, ja, sehen sie noch. Mit Bäumen. Fahrer zum Angriffsmarker. Feindliche Logistiktruppe nördlich von Factory. Sind aber da hinten hingefahren. Fahrt Richtung Südost. Also rechnet bei 44 mit einer FOP. Ja, die jagen wir jetzt nicht. Das hat keinen Nährwert. Aber weiter nach Nordwesten. Hätte nur sein können, dass die hier noch stehen. Meine Granate komplett durch einfach. Das kann sein, dass die halt ein Stückchen drüber gingen. Keine Ahnung. Ich habe gerade woanders hingeguckt. Oder zu spät war. Oder zu früh war. Also an das neue Farmmodell, dass der Panzer erstmal Ewigkeiten braucht, bis er einen Gang wechselt, da muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Ich denke immer die Inkompetenz des Fahrers. Also echt. Die ganzen Teamkills, die gerade passieren. Gehe ich mal davon aus, dass F-Bock wieder Commander ist. Jawohl. Ja. Dann könnte der das Gebäude gewesen sein, den wir im Jeep erwischt haben. 2 für 1 ja, kommen. Das passt auch so zu seinem Spielstil. Ja. 2 kommen. Frage: Wo hat's euch erwischt und was hat euch erwischt? Wir werden gerade beschossen. Erwischt hat, das war auf alle Fälle ungefähr 1 Uhr. Fahr hier in die Büsche und dann gucken wir mal. Wir waren. Ich sehe ihn, der ist irgendwo 12.30 Uhr. Zurück, du hängst an einem Baumstumpf fest. Geradeaus weiter, dann müsste es passen. Dann zurück, weiter links. E von Ah, das klingt immer so brutal. Ja, so verstanden. Da haben wir ihn. Da irgendwo muss der lungern. Ich sehe ihn. Genau da. Ceasefire. Hauptschütze weiter feuern. Yep, das prallt von ihm ab. Also seins prallt bei uns ab. Wir bei ihm eben, oder? Er fährt. Das wird sich erhöht an. Jungs, kill in the Kip.
Fahr mal einen Meter vor. Und stopp. Links am Baum. Stopp. Das sah gut aus. Gib ihm noch einen. Trau dem Braten nicht. Der brennt, der ist tot. Gib ihm trotzdem noch einen. Robert, wir müssen Panzer markieren. So. Wieso sehe ich keine Rauch- oder Explosionswolke? Nach Westen weg. Ist er so weit weg? Der ist gute 150 Meter weg. 200 vielleicht. Hallo, Action Jackson. Will auch spielen. Da müsste man es aber sehen. Also ich sehe es. Das ist übrigens der normale Sherman. Okay, alles klar. Ich sehe nichts. Die Cap ist gleich nicht mehr da. Nicht tragisch. Wir versuchen mal im Norden zu helfen. Wie sieht's aus? Könnt ihr da noch was ausrichten? Hat sie erledigt. Cap ist Totenball. Abbruch. Fahren wir nach Norden zur Repair. Hier irgendwo ist es 12 Uhr, fahr weiter. Dann siehst du doch direkt voraus. Ich sehe da nichts. Fahr einfach weiter. So, hier wenn rechts in den Wald rein. Da bei den neuen oh, Beschuss von hinten. Turm auf 6 Uhr Panzer. Drehen. Zurück. Zurücksetzen. Die haben schon den Missbit durchgefahren auf AB. Ganz geknackt? Wo kam der? Ja, super. Ja. Dann reparieren wir hier noch zu Ende und dann fahren wir weg. Setzt eine Repair Station mit. Ja, bleib stehen, einfach stehen bleiben. Wir reparieren doch schon. Passt schon. Hier Tigergruppe feindlichen Stuart geknackt. Nicht Stuart, sondern Stacker und geknackt. Der hat aber die Repair hier oben aufgeklärt. Squad 1 von Squad 2 kommen. Feind Fock wurde durch Infanterie zerstört. Saubere Arbeit, danke. MSP ist auch heiß, Factory wurde neutralisiert. Was machen die denn? Factory ist ja neutral. Ich lade ja, mal AP. Das gibt's ja. Nee, lass mal AP. Hier ist ja Logi, oder? Ja. Ja, verstanden. Versuch mal irgendwie zu dem Bewegungsmarker zu kommen, ganz grob. MSP nördlich von Factory ist heiß. Mach den Ruf. Gruppe 5, bewegt euch mal Richtung Cap-Punkt. Wir verlieren gleich Factory. Also den Verlust der Runde können wir uns auf jeden Fall nicht auf unsere Mütze schneiden. Da hat die Infanterie versagt. Würde ich einmal geplatzt. Das ist kaputt. Also fahr mal Richtung MSP, wir gucken mal, ob wir den freikriegen. Ich glaube aber, das liegt daran, dass das angekappt ist. Ja, zu dich dran würde ich auch sagen. Ja, denke ich auch. Ich spring da gleich rein und fahre den ein Stück weg. Falls das nicht der 222 macht. 232, was auch immer. Mach lieber du, sonst sind die alleine drin. Ist einer allein drin. Ja, das stimmt. Ich spring eben raus. Gib mir Deckung. Und gehst mit raus? Ja, stimmt gar nicht, im GR ist es disconnected. Okay. Gut, tschüss. Oder? Ich weiß es gar nicht genau. Meint Infanterie raus im Wald? Feuerfrei einfach grob reinholzen. Wenn das MSP kurz stehen lässt, kann man dann spawnen oder zählt es wieder als roter Bereich? Wir sind noch zu nah, ich park den hier im Wald. Super. Ich höre den Churchill. Danke. Fahr zurück. MSP ist wieder aktiv, der stand einfach zu nah dran. Alles klar, gut gemacht. Bitte, bitte. Deck, Attila, direkt hinter uns. Wenn ihr jetzt noch dem Panzer den Arsch rettet, wäre ich euch dankbar. Feindlicher Attila, direkt dran am Flieger. Ja, genau so kann er nicht schießen. Danke, Leute. Der sah gar nicht schlecht aus. Danke. Jawohl, Motor raus. Fahr einfach drum rum, der kann nichts mehr. Jawohl. Paarungsritual der Panzer. Infanterie noch im nahen Bereich, Vorsicht. Aber auch Verbündete. Panzer halt. Ich seh's. So, bin wieder drin. Könnt. Was eine Aktion. Hast du den hier rechts auf 3 Uhr am
Auf 3 Uhr kann ich nicht gucken, aber bring uns erstmal raus hier. Nee, hier war vorhin ein Attila Brite. Achso, ja, der wurde von der Infanterie erwischt. Die Infanterie hat den rausgenommen. Gut. Wir fahren nochmal nach Norden zur Repair. MSP ist wieder heiß, weil rote Zone. Was klopft denn da? Wir ziehen uns zurück. Zum MSP und nehmen das mit den Daten, glaube ich, mit Gärmen. Ja, einfach weiterfahren. Mach mal deinen Kopf zu. Mach mal deinen Kopf zu, hast du das gerade echt gesagt? Ja, die Luke meinte ich. Kopf rein, Luke zu. Beine so, ich springe eben raus und schnapp den MSP wieder. Fahrt ihr mal zur nächstbesten Repair. So, hier Gruppenführer 1, ich schnapp den MSP und setz den erstmal in einen nicht roten Bereich. Wir wollen zwar noch mit hin und so. Achso, ja, dann macht ihr das. Ja, ist auf dem Weg. Zwischen den Bäumen. So, Panzer halt. Achso, ihr steckt eh fest. Ein Tiger in den richtigen Händen ist halt ein Killer. Ja, das, obwohl ich Fahrer bin. Das sah aber sehr geil aus, das Paarungsritual gerade. Ja, ich dachte, wenn der jetzt so auf uns rutscht, dann kann er nicht treffen. So, unser Panzer. Hört. Also nutzen wir. Ich hatte die Befürchtung, dass, weil das nur so halb drin ist, dass man nichts mehr Schaden machen kann. 12. So, verstanden, was Leute, ist da? Steht auf jeden Fall irgendwie Special, seit 20 Minuten wird bewacht, aber bitte zerstören. Alles klar, so verstanden. Fahr mal an alle SWAT-Mitglieder und Soldaten, kurz durch zur Repair. Wir alle zurück auf 2 für 1 kommen. Was ich schade finde, ist, dass der Commander keinen Stern mehr hat. 2 für 1 kommen. Könnt ihr durchbrechen zur 12 und da den feindlichen MSP rausnehmen? Nee, der wird von Infanterie momentan geblockt. Und Hinkel anguckst. Ansonsten fahren wir hin. Hat er keinen Stern mehr. Nur ihr seid schneller. Okay. Das ist südwestlich von Factory. Falls nicht machbar, sagt Bescheid, dann drehen wir schnell um. Ja, ich hier noch irgendwie. Nee, wir machen das. Wir alles klar, perfekt. Das auf der Nummer 12. Super, bis dann. Ja, Augen auf beim Eierkauf. Weiter nach Westen. Also, wenn du mich anbaggern willst, ne, dann war das schön, aber schon ein bisschen sexy gerade. Oder auf gut Deutsch, du sendest noch. Straße folgen. Ja, meine Taste hat geklemmt. Macht ja nichts. So, jetzt nach Süden. Ja, wir ignorieren die Reparatur. Die Jungs brauchen da unten ein bisschen Hilfe. Können ja gleich immer noch reparieren. Gegen was denn? Infanterie oder Panzer? Ich bin noch unklar. Die haben noch nichts Eindeutiges genannt. Aber ich habe da halt aus der Richtung Feuer gehört und deswegen will ich mal gucken. Da ist ein Panzermarker. Ja, dann fahren wir doch richtig. Oder kommt ein Attila auf? Angriffsmarker. Fahren wir weiter. Da sehe ich einen Attila. Vielleicht hat er Info. Kannst du halt? Alles klar, machen wir fertig. Besten Dank. Weiterfahren, dann stauben wir halt ab. Hat er nichts mehr übrig, womöglich. Ja. Der muss da irgendwo. Da ist er! 1.30 Uhr, stopp! Da qualms, da siehst du es. Stopp, zu weit, 1 Uhr jetzt. Oh ja. Wir bräuchten noch eine Maschinengewehrposition auf der 79, wenn es geht. So, 12 Uhr. Und ab dafür. Gern geschehen! Danke für die Auskunft. Ich schau mal, ob ich da Turm 12. Ich war plan. Und dann hier auf die Straße und der folgen wir nach Osten. Ja, der ist Phantom. Stopp! Achso, der ist schon kaputt. Alles nah weiter. Alter Falter, wir führen mit 200 Tickets. Also Leute, rechnet nordwestlich mit Infanterie. Infanterie ist ja, das MSP jetzt verrissen. Ja, sehe ich, 1 Uhr. Turm 1 Uhr. Stopp.
Da, HE, 12 Uhr, läuft da. Gut, und weiterfahren. Weiter hinten auch nochmal Infanterie, oben an Ridge. Die habe ich gedacht, meintet ihr? Nee, nee. Vermutliche Rallye bzw. MSP-Position südlich. Alles klar, ich wechsle. Hast du Luke noch offen? Okay, da wo der Marker ist, ich hab's gerade aufgemacht gehabt. Ja. Ach, warum machst du die Luke auf? Wir sind im Gefecht. Da waren wir nicht im Gefecht, da waren wir im Marsch. Sobald eine Kugel fliegt, sind wir im Gefecht, da hat die Luke zu sein. Das ist nicht bei uns angekommen. Ja, wir brechen durch, wir fahren zurück. Wir brechen direkt durch nach Hause und brauchen Reparaturen eh. Tiger zieht sich zur Mainbase zurück, zwecks Reparatur. Lass ruhig auf 6. Jawohl. Na, wir werden mehr Infanterie hinter uns haben als vor uns. Vermutlich. War das Beschleunigungsschuss oder Gegner? Einfach so. Okay, Turm auf 12. So ein letztes Geschenk noch mitgegeben. Alles klar. Ja, hätte ja sein können, dass du was gesehen hast. Was ist Point of Interest 15? Feindliche MSP, 12 Uhr. Feuer. Siehst du? MG, schieß. Muss nachladen, MG. Gibt's nicht mehr. Wir haben bei 15 irgendwas ausgeschaltet. Könnte Logi gewesen sein, sind uns nicht klar. Meinst du wirklich MSP oder Logi? Ich war mir nicht sicher. Okay. Okay. Nicht, dass da noch ein zweites Fahrzeug drin steht. Das war ein Logi, ne? Ja. Alles klar. Aus dem Osten an. Wir wurden hier ziemlich ausgelöscht. Dann behalt mal den Walter links im Blick. Jo, alles klar. Schieß einfach grob rein. Point of Interest 15, noch Feindinfanterie. Könnte auch sein, dass sie da eine FOP haben. Shit. Oh, gerade so. An alle Squads Frage. Wo ist die Hauptfeindrichtung des Feindes? Die Hauptrichtung für den Feind. Also bei uns im Westen ist noch alles ruhig. Ja, Feind kommt hauptsächlich aus Süden und Südosten. Kann ich so bestätigen, Point of Interest 15 haben wir einen Logitruck rausgenommen. Könnte sein, dass die da eine Fort haben. Ich kann allerdings nicht sehen, ob sie schon Stress gedroppt haben oder nicht. Alles ja, klar, danke. Schon. Ich habe es an Zugführer weitergeleitet, ist jetzt sein Problem nicht mehr unseres. Der MSP ist heiß im Norden. Tigergruppe wieder einsatzbereit, er bittet Lagebericht und Anweisung. Ja, fahrt ihr mal 54 an. Und deckt den Nord ein bisschen ab. Die fallen da nämlich immer ganz gerne rein. Okay, so verstanden. 54. Wir sollen Richtung 54. Die Priorität liegt auf der Infanterie, also nicht mehr auf dem Panzer. Vor allem, wenn der Feind nur noch 90 hat. So verstanden. Alles klar. Unser aktueller Auftrag lautet, wir sollen 54 abdecken, weil die Feindinfanterie immer darüber kommt. Und Primärziel ist Feindinfanterie. Okay. Ja. Denk an die Minen da vorne liegen. Ja, alles gut. Also, wenn ihr jetzt einen Panzer seht, ne? Ja, dann nehmen wir ihn raus. Dann könnt ihr den natürlich auch bekämpfen. Das ist klar. Also erstmal lachen wir herzhaft und wenn wir aufgehört haben zu lachen, dann knacken wir ihn. Nee, dann ist er schon geknackt. Das ist doch wahr. Mein Churchill steht südöstlich von Ursprung. Südöstlich, so verstanden. Ja, Planänderung. Jagd den Panzer. Alles klar. Panzer, wir sollen südöstlich von Ursprung. Feindlicher Panzer. Also neuer Befehl dahin. Die Markierung ist schlecht, aber so ein blöder Baum im Weg. Aber die Richtung von reicht uns. Stimmt. Was für einer? Cromwell, glaube ich. Churchill. Ist doch egal. Na, damit ich weiß, wohin ich schießen soll und nicht erst raten muss. Dann siehst du doch, wenn du laden. So, neuer Befehl Richtung Bewegungsmarker. Vollgas. So, Panzer gleich voraus. Also Start klar machen. Unser MSP wahrscheinlich. Ja, gehe ich auch von aus. Wir brechen erstmal durch. Einfach weiterfahren.
Ja, ist auch unser MSP. Ja, sieht nach MSP aus. So, du jagst, du suchst Panzer. Da vorne ist er, 12 Uhr, hinterm Baum. Dreh auf 11.30 Uhr. Weiterfahren. Weiterfahren, weiterfahren. Turm 11.30 Uhr. Da taucht er gleich auf. Wahrscheinlich jetzt eher 11. Mein Panzer hat sich kein Stück bewegt. Guck am G, wir haben Infanterie voraus ohne Ende. Hä? Wo ist der? Fahr mal weiter. Fahr mal einfach weiter. Ohne Beschuss vom Panzer. Halt! Panzer halt! Ich seh ihn. Jo, haben wir. Panzer verlängern. Ganz genau. Sermon, ich war ja frei. Ich hab rechts davon auch etwas fahren sehen. Ja, nimm den erstmal raus, den da hinten. Hat jemand eine akkurate Panzermarkierung? Kommt. Irgendwas hat uns hinten. Infanterie, gibt uns Deckung. Ich treffe euch mal eben. Jo, besten Dank. Okay, ich gucke halt drauf. Ich seh den Panzer. Angriffsmarker. Die fahren mit drei Panzern. Sollen sie ruhig. Der war schön. Ist der zerstört? Ich glaube ja. Gibt's hier eine Gruppe? Churchill geknackt, Sherman und Stackhound sind irgendwo im Süden. Okay. Infanterie. Ja, ich sehe ihn. Irgendwas schießt auf uns. Primärzielpanzer. Ich gehe ans Bug MG. So, macht's an die Logistik. Wenn du mir sagst, wo gerne. Leider. Zurücksetzen. Herr Conti zurück. Ich muss bewegen, ja. Vielleicht. Semmel da mal eine AE hin, wenn du gerade Zeit hast. Zugführer hier, die Jägergruppe von 37 nach 69, BF 109 Strafing Run. Okay, Moment. Fahr mal links auf die Wiese. Sind noch Söhnen hin abbauen. Ja, habe ich auch so durchgegeben. Wir kriegen den Messerschmitt hier rechts im Wald aufräumen. Fahr mal hier an die Buschreihe ran, so auf 1 Uhr. Infanterie Squad, Squad 7. Wie sieht's im Norden aus? Och, frag mal die Logistik, die hat uns da so sind viele Probleme. Wir haben hier den Führer. Ja, das war eine Gammon-Bomb voraus. Aber ist egal. Schön. Vor dem Norden mal ein bisschen ausspäht. Ich vermute da jetzt ein Rallye. Okay. Ich vermute da jetzt die nächste Welle. Da brauche ich einen Infanteristen. Aber wir können vielleicht abholzen. Ja, haben wir gemerkt. Den einen habe ich. Halt mal kurz drum still. Motor aus. Hier lädt nach. Stillhalten. Okay, Motor wieder an. Habt ihr diese bluten lassen oder was? Ja, aber sicher. Wir haben bis jetzt jeden Panzer, dem wir begegnet sind, haben wir gewonshottet fast. Enoki ist ein Killer. Fahr uns wieder in die Buschreihe ran und dann machen wir da wieder Beobachtungshalt. Eben haben wir drei Panzer vertrieben. Einen zerstört, die anderen zwei sind abgehauen. Ich glaube, der Sherman hat ordentlich gefressen. Also. Ja, aber der hat trotzdem Angst. Ich einmal den Motor aus Westen. Es kommt ja, dann habe ich doch mal den Motor von Deckdown. Dann war da zu viel Rauch, dann habe ich die Schürze gesagt, dann werden sie weg. Ja, okay, alles klar. Ihr habt jetzt Maschinengewehr aufgebaut. Die haben noch 17 Tücke. Er ist gerade gestorben, also vielleicht ist da oben doch was. Ich höre einen Motor. Auf 1 Uhr ungefähr. Ja. Fahr mal vor. Wir stellen uns jetzt kacken dreist unten auf die Wiese. Wir haben die Tickets. Ah, drei Tickets, dann haben wir's. Dann haben Motor wir's an. Ich hab das Random gerade geschrieben. Nee, muss ich gleich lesen. Motor an, vor. Und Motor bitte nur ausmachen, wenn ich sage. GG! 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 G